Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 393. Episode dieses City Skylines Snowfall After Dark und Natural Disasters Let's Play. Hier mal wieder mit einem schönen Schwenk in der Nacht. Es schneit, es ist kalt. Und diese Straße hier ist ein bisschen schief nach da oben. Gut, das ist aber nicht von Belang, das ist nicht wichtig. Ich habe eben in der Pause nämlich gesehen, dass wir arge Verkehrsprobleme haben. Guckt mal hier. Der ganze Tunnel voll bis hierhin. Was passiert hier? Hier kommen LKWs an und die LKWs möchten gerne hierhin. Dazu müssen sie hier im Tunnel links abbiegen, werden wohl hier kurz aufgehalten, hier möglicherweise auch. Hier können sie dann weiter geradeaus fahren und suchen sich dann hier einen Tunnel. So war doch eben, oder nee, war eine andere Stelle. Wie auch immer, wir haben hier einen riesen Stau nach links weg. Und ich hatte doch noch was anderes gesehen. An dem Teil haben wir gerade rumgearbeitet. So eine richtige Lösung scheint das nicht zu sein. Weil wir haben es hier immer noch knallrot. Und das sollte ja dieser Tunnel hier drunter durch eigentlich verändern. Jetzt stehen sie, wenn sie von oben kommen, möchten sie hier lang und möchten unbedingt hier ans Wasser. Aus was für Gründen auch immer. Naja, alle, die hier so in dem Bereich wollen, müssen hier lang fahren, weil diese Straße hier nicht rankommt. Könnten wir da nicht irgendwie... Ich glaube, da müssen wir was dran ändern. Wir machen es erstmal so. Und guck mal, so ein bisschen schräg wir das doch machen und damit können wir uns doch arrangieren, oder? Wir gehen bloß bis hier und dann so macht er nicht, weil da die Schule ein wenig im Weg ist. Ein Tick länger, so wie. Und das, auch immer noch die Schule. So, ja, dann reicht es aber nicht mehr, oder? Doch, es reicht noch. Na super. Genau so. Werden wir es machen. Das müsste ja auf jeden Fall diese Ecke hier wieder ein wenig entspannen. Das heißt, die kommen jetzt alle von hier. Wie ist denn hier Ampelwirtschaft? Oh. Ampeln wollen wir ja gar nicht. Die nehmen wir weg. Die hier nehmen wir weg. Ne, die war weg. Und die war auch weg. Na, hatte ich nach dem Umbau vergessen. Hier nehmen wir die Ampel auch weg. Machen das schnell wieder aus, weil die Frames in den Keller gehen. Gut, der Umbau, der braucht anscheinend auch noch ein bisschen, bis er vom System übernommen wird. Obwohl, einer fährt schon lang. Schlangenlinien irgendwie. Und wir gucken mal weiter. Der Verkehr ist jetzt unser... Ja, unser Schwerpunkt. Denn wir haben ja gerade den Verkehr neu gestartet, weil wir den Despawn abgeschaltet haben. Die Außenbereiche, ja hier am Lift ist auch immer noch ziemlich krass. Ich hatte gesagt, dass hier Kraftfahrzeuge verboten sind in dem Kreis und die müssen erstmal abfließen und selbst das schaffen sie nicht. Die haben sich irgendwie verkeilt. Ab und zu tut sich ja mal was. Schön, dass sich ein Bus bewegt. Ich hatte doch eben in der Pause noch irgendwas anderes krasses gesehen. Finde ich jetzt nicht. Gibt's denn so weit? Hier ist alles schick. Dann sind wir hier praktisch einmal rum. In der Stadt. Ab und zu mal dunkle Stellen hier, aber das ist soweit in Ordnung. Mal hier, das ist ja auch gar nicht mal so gut. Am Wasser knallrot. Ein paar
passiert hier? Die kommen hier. Hier fahren Haufen Busse lang. Hier auf der Strecke. Also bestimmt 4, 5 Stück. Tja, irgendwelche Stationen. Oh ja, hier sind viele Stationen. Puh, tuh, 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 tuh. Ich glaube, dass wir die hier alle wegnehmen. Eins, zwei, drei. Was soll das jetzt? Warum hat er die jetzt hier auch rausgenommen? Das war ja merkwürdig. Da hatte da ja keiner anscheinend. Die nehmen wir auch weg. Hier die Achse, die ganzen Busse da, ist das gut? Also die ganzen Haltestellen, ich befürchte nicht. Müssen wir wohl auch ausdünnen. 2, 1, 2. Einmal und einmal. Ja, und die Geschichte hier leider auch. Ist leider zu doll befahren. 4. Okay. 1 und 1. Lass mal weiter gucken. Wir haben diese Achse und ihn hier. Tja, aber hier direkt am Zoo, die Geschichte ist nicht so schön. Eventuell. Er liegt ja nicht mehr im Knallroten, ne? Nee. Das ist ja die Straße hier drunter, die ist ja hell. Das ist eher, dass hier wieder so ein kleines kurzes Stückchen ist, ist doof. Hier sehe ich noch Ampeln. Nehme ich kommentarlos weg, weil ohne Ampeln der Verkehr einfach besser funktioniert. Wasser, da habe ich die Ampeln schon weggenommen. So, und hier sind keine Ampeln, hier sind keine Ampeln. Schwenken wir hier nach links, nehmen diese noch weg. Tja, rund um Zoo, ampelfreie Zone. Ja, und dass die überall 40 kriechen, Generell sollte ich mich in der Stadt mal mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen so ein bisschen befassen. Also ich bin schon der Meinung, dass man auf so einer großen Straße auch 60 fahren kann. Da, wo sie jetzt hier bei 50 fahren. Und hier, diese kleinen Straßen, 50. Ich meine, gut, das sind 10 Stundenkilometer. Ja. Machen wir den mal aus. Und gucken mal, ob die Änderungen, die ich jetzt gemacht habe, also hier die Ampeln wegnehmen, ob das schon irgendwas bewirkt und hier die Bushaltestellen. Da kommen wir mal wieder. So, von hier unten im Süden. Wo war denn der spaßige Stau im Tunnel? Hier oben, direkt im Norden. Bis wohin geht er? Bis hier. Gut, wo ist das Problem? Ihr könnt hier doch eigentlich haltlos einfach immer abbiegen, immer abbiegen, immer abbiegen. Von unten kommt kaum einer, von oben mal einer. Na, könnte unter Tage könnte auch wieder eine Ampel sein, ne? Die jetzt auf Rot ist beispielsweise. Bild runter, eine runter. Tja, was ist nun einmal geklickt? Tja, und muss ja unten irgendwas gewesen sein, weil oben drüber ist ja keine Kreuzung. Also würde auch keine Ampel anbieten, genauso wie hier. Einmal geklickt und schon fahren die hier los, obwohl hier noch Bewegung ist. So, hier ist auch irgendwas drunter, also irgendeine Kreuzung, aber keine Ahnung, wie es hier mit Ampeln oder so aussieht. Haben wir anscheinend grün? Einer biegt ab.
Fährt weiter, Abbieger. Also stehen bleiben tut da anscheinend keiner mal irgendwie so rote Ampel oder so. Weil hier ist ja, wie gesagt, eine Kreuzung drunter. Gut, dann nehmen wir an, dass da auch schöner flutschender Verkehr ist. Weg bitte. So, und jetzt ist hier ordentlich Bewegung im Spiel. Doch, guckt euch das an, aus der dritten Spur. So ein Quatsch aber auch. Aber alle, was soll denn das? Das scheint irgend so ein Systemding zu sein. Fahrspurverbinder, Gedenkminute. Wir gehen einen runter. So, und er meint diesen hier. So, dann haben wir hier die drei Spuren. Dann nehme ich eine und verbinde die. Jetzt dürfte hier nur noch geradeaus fahren. Das heißt, die Fahrzeuge, die jetzt irgendwo losfahren und hier ihren Weg lang planen, die können nicht mehr so planen, dass sie hier irgendwie abbiegen, hier auf diese ganz rechte Spur. Kleinigkeit, aber mal sehen, ob es das bringt. Ah, Stau ist aber länger geworden. Ein Stück mal festhalten. Ja, und generell die Autobahnkreuze, die sind ja auch mal so gebaut. Also generell wäre doch wünschenswert, wenn wir Tunnel und Straße darüber mit Autobahnabfahrten, Zufahrten versorgen könnten. Wir kommen hier von der Autobahn auch nur in den Tunnel. Ja, das ist auch natürlich dem System geschuldet, was ich am Anfang angelegt habe, dass halt eben alles, was von außerhalb kommt, beispielsweise von hier durch den Tunnel, auch erstmal nur auf die Autobahn muss und sich von dort aus den Weg in die Stadt suchen muss. Beispielsweise über so eine Zufahrten hier, also von der Autobahn runter, hier in den Tunnel irgendwie und dann aus dem Tunnel hier gibt es überall so kleine Arme, die Fahrzeuge unter der Stadt verteilen. Das ist so ein bisschen das System. Und das ist auch alles hier Zeug, was von außerhalb kommt, also die ganzen LKWs, die scheinen irgendwas zu exportieren oder ja, oder kehren zurück. Haben was weggefahren und bringen das alt wieder nach Hause. Warum fahrt ihr hier nicht? Ich denke, hier haben wir eine Ampel eben abgeschaltet. Jetzt stehen die einfach. Ach, man hat da aber auch wirklich kein Feedback irgendwie. So, jetzt habe ich noch einmal geklickt. Jetzt fährt er los. Da müssen wir kurz nochmal beobachten. Die einfach irgendwann stehen bleiben, obwohl keiner kommt. Ob die rot haben, mit anderen Worten. Da sieht ja schon ein bisschen Kuddelmuddel aus. Ja. Aber genau dasselbe habe ich doch eben schon mal gemacht. Ich habe da genau dasselbe eben gemacht. Also hier praktisch diese Ampel weggenommen. Hier eine Ampel weggenommen. Und das wundert mich so ein bisschen. Stehen sie wieder. Ja, will langsam vorwärts fahren. Fährt auf die Kreuzung ein, obwohl sie nicht frei ist. Irgendwie dann. Es ist wichtig, dass ihr hier abfließt. Ihr könntet nicht alle nach hinten hier zumachen. Das ist uncool. Hier nach oben hin ist mehr oder weniger alles frei. Hier gibt es ein bisschen Probleme, ja, weil sie hier auch zum Bahnhof wollen, so vom Bahnhof kommen. Naja, aber es ist eigentlich Bewegung, so mehr oder weniger.
keinen Grund, sich graue Haare wachsen zu lassen. So, was ist denn nun hier los? Warum entheddert sich das hier nicht? Steht nicht. Passt mal auf, ihr kommt hier von oben. Und wollt hier größtenteils rechts abbiegen. Um dann. Und auch beide Richtungen mehr oder weniger voll. Obwohl ich vermute, dass sie eher nach oben wollen. Um dann wieder rechts zu fahren. What? Dann wollen sie hier abbiegen. Hier können sie jetzt nicht nach rechts oder nicht nach links. Was ist jetzt euer Problem hier? Ihr könntet hier lang und ihr könntet hier lang. Aber da ist wahrscheinlich wieder jemand dabei, der wenden muss, oder? Hm. Ich meine, ich könnte wenden verbieten. Also generell wenden. Aber irgendwie sieht nicht so aus. Das scheint hier ein Problem zu geben, die hier abzuarbeiten, die sich hier so ein bisschen verkeilt haben. Und ab und zu fährt man einer komplett durch. Also. Bist du Leichenwagen? Was ist jetzt los? Holt Verstorbenen ab in die Ausblickresidenz. Pah! Da willst du hin und dann fährst du hier rum. Wer bist du? Streifenwagen. Also Leute, das geht doch nicht. Warum macht denn ihr hier die Kreuzung zu? Mann, Mann, Mann. Nee, gut. Da haben wir letztes Mal schon überlegt, ob wir andere Möglichkeiten haben. Und ich dachte mir, dass wir eventuell diese und diese Straße verlängern, praktisch jeweils an diese. Und die hier rausnehmen, also hier diese Verbindung. Ah, ist aber auch unglücklich hier. Hier ist eine Sackgasse, das heißt, die von hier kommen, wenn man hier hin will, überlege ich gerade, muss ja auch durch den Tunnel. Hier kommst du wieder raus. Hier lang, irgendwie um hierher zu kommen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ach, man kann aber auch noch nicht an alle denken. Ich meine, wie viele Leute sollen hier wohnen? Das kann ja nicht sein, dass die hier alle oder 50% von denen, die sich hier gerade im Knäuel befinden, hier hin wollen. Das geht ja gar nicht. Aber jetzt sind hier ein paar Autos, die das hier komplett versperren. Ja, Leichenwagen. Noch ein Leichenwagen. Ah, die kloppen sich um eine Leiche hier, oder was? Was soll das denn? Ein Müllwagen. Der zuckt. Na, hier hat einer gedreht. Oh, ein Leichenwagen bewegt sich. Er kann jetzt wenden. Will er auch wenden, oder wie? Und blockiert das? Irgendwas haut er da überhaupt gar nicht hin. Warum können die hier nicht nach Süden, also nach unten abfließen? Weil hier ist doch alles frei und hier ist doch auch alles frei. Mit anderen Worten ist hier auch wieder einer dabei, der wenden will. Hier bei an dieser kleinen Mittelinsel. Das ist jetzt der Leichenwagen? Hau ab, fahr jetzt. Oh, der nächste Leichenwagen, der wendet. Oh, und jetzt ist das hier frei. Jetzt können sie hier richtig nach Norden weg. Sei denn, er will auch wieder wenden. Ja, scheint fast so. Und er hier, oder er wahrscheinlich auch. Oh, das hält ja voll den Verkehr auf, wenn einer eine Drehung hinlegt. Ja, aber so ein doofes Stück wird hier auch entstehen, wenn ich diese Straße jetzt hier verlängere. Da hat man auch so einen kleinen People zwischen. Aber dann hätte man hier noch eine Alternative. Bloß, ja, die sehen ja keine Alternative. Die legen einmal eine Tour fest und fahren die dann einfach steif ab. Die sehen nicht, dass das über eine Abkürzung oder so schneller gehen würde. Oh Gott.
das ist größlich. Hier und so was. Wo kommen diese Fahrzeuge her? Warum kommen die von hier oben? Sind die hier durchgefahren? Oder sind das wieder irgendwelche Passanten, die ihr Auto aus der Tasche holen? Ja, stimmt, hier war eine Bushaltestelle, oder? Hier oben. Die habe ich weggenommen und hier waren Passanten, die jetzt... Ah, das könnte sein, das könnte sein. So, kommt doch mal hier klar. Ey, hier, steht schon ewig da, Motorroller. Will ins Krankenhaus. Weil er da arbeitet. Hm. Oder sie, Mary. Mary, mach mal, du kommst zu spät zur Arbeit. Hm. Gut. Behalten wir die Kreuzung mal im Auge und machen selber einen kleinen Zwischenstopp. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.